Ja, eine sehr große Ehre natürlich für beide von uns, diesen Preis hier zu gewinnen. Ich denke, das gibt uns viel Kraft, Emotion, Inspiration für die nächsten 40 Jahre. Und ein großes Glück, denke ich, ist auch, dass wir diesen Preis kriegen, solange wir noch jung sind. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass ich tatsächlich tief gerührt bin, in einer so wunderbaren Gesellschaft auftreten zu dürfen. Mein Anfang, oder der dauerte ja sehr lange, mein Anfang, da habe ich jeweils mit Punkbands geschrien. Es war alles totales Chaos und totale Anarchie. Und ich erinnere mich, einer meiner ersten Auftritte, da habe ich gelernt, wie man verschiedene Dosen, die einem nachgeschmissen werden, weil man das alles nichts gut findet, der Unterschied zwischen leeren und vollen Bierdosen, die geflogen bekommen. Ja? Das war immer sehr interessant. Man hat dann gelernt, die schnell kommenden Dosen sind die vollen, da muss man aufpassen, und die anderen, an denen geht man irgendwie vorbei. Also etwas ganz Wichtiges, was ich sagen möchte, ich wäre unter gar keinen Umständen eine Art Musiker, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, geworden, ohne nicht zufällig Boris Blank kennengelernt zu haben, der mit großer Geduld meine Unfähigkeit sozusagen gepflegt hat und es mir möglich gemacht hat, einen Staccato-Gesang sozusagen zu entwickeln, der nicht melodiös war, aber ein einigermaßen gutes Rhythmusgefühl hatte. Und das war auch der Grund, warum wir in Amerika und überall sonst gelandet sind. Die Leute dachten, wir seien Künstler von der amerikanischen Westküste, Avantgarde-Rapper sozusagen. Und es war eine riesige Überraschung, als wir dann zum ersten Mal auftraten, dass diese beiden Käseköpfe aus der Schweiz tatsächlich diese Musik machen. Ja. Und so sind wir dann eigentlich durch alles hindurch gegangen und auch hindurch gestolpert, also vor allem was mich anbetrifft. Und ich durfte die wunderbaren Klangbilder von Boris Blank immer wieder neu erleben, ja, kann ich sagen. Und diese Klangbilder haben es möglich gemacht, dass ich sozusagen ein Narrativ mit meinem beschränkten Gesang erreicht habe, um irgendwie eine Erzählung zu machen. Es war alles eigentlich sehr operettenartig und es war alles sozusagen verschiedenste Charaktere, die ich dann dank Boris Blank eben realisieren konnte. Jetzt haben wir heute etwas Kleines vorbereitet. Boris ist auch ein Techniker, ein Genie sozusagen seiner eigenen Art. Der hat seinen Computer hier in der Tasche und ist in der Lage, wie ein Zauberkünstler, diesem Computer spontan heute Abend, zum ersten Mal geht das vor sich, eben ein Stück komponiert zu haben, wie man das so macht, wenn man im Studio ist oder eben mit dem sogenannten Yellow Fire von Boris Blank. Wir spielen ein Stück, das ich mit meinem Staccato-Gesang einigermaßen noch zu Ende bringe, aber bewundernswert und auch riskant ist, was Boris hier jetzt macht und sie sozusagen verzaubert mit seinem Handy. Ja, vielleicht zuerst mal, Entschuldigung, nach diesen wunderbaren Klängen, die wir hier erfahren durften, diese Stimmen, ist das schon fast ein kleiner Affront vielleicht, was man mit dieser kleinen Maschine machen kann, weil man kann Geräusche aufnehmen, mannigfaltige Geräusche und damit Musik machen. Und das hat uns auch immer so Spaß gemacht. So hat alles angefangen. Ich brauche dazu meine Stimme. Ich habe acht Slices, die ich aufnehmen kann mit meiner Stimme und da machen wir Rhythmus damit. Du, be, di, bau, st, e, wa. Du, be, be, di, 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 bau. Jetzt muss ich die zuordnen, die Transienten justieren. Ey, wow. Also kommen die auch hier. Ey, ey. Der letzte Stück. Nicht so gehört es sich auch. Ey. Moment. Jetzt kann ich die so sortieren, dass die dann so chronolog in einem sozusagen 16-Step-Sequencer. Du. Du, Betty. Du, Betty, bau. Du, ja, ich Betty, kann die jetzt mit irgendwelchen Effekten Betty, versetzen, das klingt du, dann so. Betty, bau. Du,
Betty ba du Betty du Betty ba du. Ich kann die Tonart verändern, aber das ginge zu lange, jetzt das alles so zu erklären. Ich würde sagen, wir mischen das mal so, wie wir das ein bisschen vorgemischt haben, weil das ginge zu lange, um das jetzt wirklich spontan vorzuführen. Und wir starten hier. Moment, da scheint irgendwas fehlgelaufen zu sein. Ich muss das noch einmal. Das ist die Improvisation. Moment, save, das sollte ich nicht save. Ich sollte das. New Song auch nicht. Ich muss nochmals zum Anfang zurück. Das ist alles vorbereitet, um die Spannung zu erhöhen, nicht? Moment, nein, nicht, nein, nicht nein. Sicher, ob da was rauskommt. Jetzt kommt's richtig. Jetzt kommt's richtig. Bau, bau, ey, die Be, du bau, bau, ey, ey, die Be, bau, bau, ey, die Be, du bau, bau, ey, ey. Standing at the machine every day for all my life. I used to do it and I need this. The only thing I want is just a rush, push, cash. Everybody needs somebody sometimes. Sometimes standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. The only thing I want is just to rush, push, cash. Die Musik ist etwas verhalten hier. Kann man das ein bisschen lauter haben, weil wir hören das selber kaum. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it and I need it. The only thing I want is just to rush, push, cash. Danke vielmals. Vielen Dank. Ja. Wunderbar. Wir sind verzaubert, ja, hier sein zu dürfen heute Abend und wahrscheinlich auch ein bisschen größenwahnsinnig diesen wunderbaren Applaus gehört zu haben. Vielen Dank und noch viel Vergnügen und viel Spaß in dieser wunderbaren Show heute Abend, die verschiedensten Aspekte der Musik aufzeigt. Tief gerührt sind wir beide. Danke vielmals. Dankeschön.